Coca-Cola Energy Star. Es ist der erste Energy Drink mit echtem Coca-Cola-Geschmack, so das Versprechen. Und es ist ein direkter Angriff auf Red Bull, Monster, Rockstar und Co. Wie das Ding schmeckt, verrate ich jetzt. Wenn man sich die Dose anguckt, sieht das gar nicht mal so aus wie so eine klassische Coca-Cola-Dose. Klar, das Logo prangt drauf, aber sonst ist es relativ modern und dynamisch gestaltet. Es ist eindeutig ein komplett neues Produkt. Coca-Cola Energy, der Name sagt eigentlich schon alles. Es ist ein Energy-Drink, der aber nach Cola schmecken soll. Und ganz ehrlich, wenn man sich die Zutatenliste anguckt, dann erinnert das auch an Energy-Drink. Ich zitiere mal ein bisschen. Da ist drin Süßungsmittel, zumindest in der No-Sugar-Variante. Es gibt auch eine mit Zucker. Dann sind da diverse Zusätze wie Farbstoffe, Säureregulatoren, Sucralose, Koffein, Konservierungsstoffe. Also wer sich natürlich ernähren möchte, für den ist Coca-Cola Energy nichts. Aber wer schon Fan von einem Energy Drink ist, der sollte das mal ausprobieren, denn das Versprechen klingt erstmal ganz vernünftig. Es soll einfach nach Cola schmecken und das ist ein bekannter Geschmack, damit können sich sicherlich viele Leute anfreunden. Wenn man sich diese 250 Milliliter Dose so anguckt, dann ist da auch viel bei, was schon an Red Bull erinnert. Das hat zum Beispiel 32 Milligramm Koffein pro 100 Milliliter. Das ist genau der gleiche Wert. Das sind 80 Milligramm Koffein pro Dose. Das macht ordentlich wach, gibt ordentlich Kick. Dazu kommt aber kein Taurin, aber Guarana. Das ist der große Unterschied im Vergleich zu Red Bull. Und jetzt bin ich richtig gespannt, wie das schmeckt und gieß mir mal einen Schluck ein. Optisch erstmal. Das sieht nicht aus wie Cola. Das sieht eher aus wie ein Energy Drink, vielleicht ein bisschen dunkler. Riecht auch eher wie ein Energy Drink. Und jetzt guten Appetit. Im ersten Moment schmeckt Coca-Cola Energy wirklich wie Cola. Aber wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt, fällt sofort auf, es ist ein Energy Drink. Dieses typische Bonbonhafte, was man von anderen Drinks so kennt, ist auch hier vorhanden. Der Coca-Cola-Geschmack wirkt eher wie eine Extraschicht, die aber relativ schnell verblasst. Das ist etwas schade, da hätte man Coca-Cola vielleicht ein bisschen mehr zugetraut, diesen Originalgeschmack auch hier reinzubringen. Aber insgesamt ist es vielleicht ein ganz interessantes Produkt, denn es ist mal etwas Neues. Kostet 1,19 Euro plus Pfand. Das ist ein solider Preis, das ist vergleichbar mit der Konkurrenz. Und ich persönlich würde es mir wahrscheinlich noch mehr kaufen.